Hallo und herzlich willkommen zu diesem Anhang zum Teil 2 Harnwegsinfekte. Wir wollen uns mit Arzneistoffen und Arzneistoffgruppen beschäftigen. Schauen wir uns jetzt zu Ende des Kapitels das Antibiotika-Mosaik von Ambos nochmals an. Fokus: die kalkulierte Therapie schwerer Infektionen. Wir starten mit den wichtigsten Keimen, die eine Rolle spielen bei Harnwegsinfektionen. Es geht um Streptokokken, es geht um Staphylokokken, es geht um Enterokokken, es geht um Escherichia coli, Klebsiella, Proteusarten, Pseudomonas. Letztlich auch um anaerobe Keime. Und bei der Urethritis, insbesondere bei der Urethritis, hatten wir die atypischen Keime besprochen. Beispiel Chlamydien, Mykoplasmen. Wir starten mit den Penicillinen. Die erste Substanz, Penicillin G, parenterale Applikation, wirkt insbesondere gegen Streptokokken. Schon bei den Staphylokokken bekommen wir ein Problem. Die Staphylokokken bilden oft Penicillinase, das heißt, die zerstören die Penicilline. Hier brauchen wir ein Spezialpenicillin, das Flucloxacillin, oder wir brauchen ein Aminopenicillin in Kombination mit einem Beta-Lactamase-Hemmer. Also von links nach rechts nimmt die Wirkung gegen gramnegative Keime zu. Insbesondere wichtig beim Piperacillin, das ist die Substanz, die gegen Pseudomonas wirkt. Kann man sich gut merken über die vier Ps: Pseudomonas, der Pfützenkeim, der Problemkeim, reagiert auf Piperacillin. Ein weiterer Problemkeim, MRSA, der methicillinresistente Staphylococcus aureus. Hier wirkt kein Penicillin. Bei den Cephalosporinen werden wir sehen, die Cephalosporinen der fünften Generation wirken. Was eingesetzt werden kann, individueller Versuch, ist das Vancomycin. Alternative das Linezolid. Oder dann in Kombination das Fosfomycin. Zum Fosfomycin. Fosfomycin wird oral eingesetzt, einmal Gabe. Bei leichten Zystitiden und die Substanz wird parenteral appliziert als Reservemittel. Reservemittel immer in Kombination mit anderen Substanzen. Zurück zum Linezolid. Linezolid wirkt auch bei den vancomycin-resistenten Enterokokken. Auch diese sind problematisch. Eventuell eine gewisse Wirkung beim Piperacillin-Tazobactam. Hier nochmal schön, man sieht, dass die Wirkung gegen die Gram-Negativen von links nach rechts zunimmt. Beim Ampicillin schon einige Gram-Negative, das Ganze wird dann erweitert durch die Kombination mit dem Sulbactam, also dem Beta-Lactamase-Hemmer. Und dadurch bekommen wir auch eine gewisse Wirkung, zumindest bei den anaeroben, gramnegativen Keimen. Diese ist noch verstärkt beim Piperacillin-Tazobactam in der Kombination. Hier nochmal die Reservemittel ein bisschen näher betrachtet. Diese werden teilweise off-label eingesetzt. Die Indikationen, die gleich kommen, sind aus der Fachinformation entnommen. Also gegebenenfalls kann ein individueller Therapieversuch off-label vorgenommen werden. Linezolid. Nach Fachinformation eingesetzt bei Pneumonien und bei Haut- und Weichteilinfektionen. Also jeweils bei schwierigen Infektionen. Die renale Elimination beträgt etwa 35%. Wir haben eine Wirkung gegen MRSA und die vancomycin-resistenten Enterokokken. Das Vancomycin. Infektionen der Haut- und Weichgewebe, der Knochen, Gelenke und Pneumonien. Hier finden wir etwa 80% der Dosis im Urin wieder. Wirkung gegen MRSA und gegen die Enterokokken. Diese können jedoch Vancomycin-resistent sein. Dann haben wir die VRE.
Gentamicin wird synergistisch zu Beta-Lactamen eingesetzt, beispielsweise gegen die Enterokokken. Das gilt ja allgemein für die Aminoglykoside, wir sehen es aber hier nochmal, in dem Spezialfall gegen die Vancomycin-resistenten Enterokokken, beispielsweise dann in Kombination mit einem Hemmstoff, mit einer Substanz, der die Zellwandsynthese hemmt. Zum Phosphomycin noch einmal, Parenteral-Reservemittel bei multiresistenten Keimen, möglichst immer in Kombination, um Resistenzbildung zu vermeiden. Hier finden wir in den Fachinformationen jetzt die komplizierten Harnwegsinfektionen. Die orale Anwendung, Einmalgabe, Single Shot, bei Frauen und zwar nur bei der akuten und komplizierten Zystitis. Ganz wichtig beim Einsatz, die lokalen Resistenzen im Auge behalten. Hier ein Beispiel nochmal für Escherichia coli. Ambulanter Versorgungsbereich für den Südwesten von Deutschland, Fachrichtung Urologie. Wir sehen hohe Resistenzraten beim Amoxicillin, aber auch beim Piperacillin, also die Penicilline, bis zu 40%. Niedriger beim Piperacillin Tazobactam. Auch beim Cotrimoxazol und Trimetoprim relativ hohe Resistenzraten, um die 20%. Relativ günstig sieht es aus beim Phosphomycin und beim Nitrofurantoin. Bei den Gyrasehämmern auch hier Resistenzen zwischen 10% und 20%. Bei den Cephalosporinen sieht es ähnlich aus. Also hier bis zu 10% etwa. Sehr günstig wieder das Meropenem, die Reservesubstanz. Schauen wir uns die zweite Gruppe an, die Cephalosporine. Hier ist es wie bei den Penicillin von links nach rechts, von Generation 1 bis Generation 5, nimmt die Wirkung gegen Gram negativ zu. Die erste Generation Wirkung im Prinzip nur gegen Gram positiv. Bei der zweiten Generation kommen dann schon gramnegative Keime dazu, aber wenige. Wichtig dann die Generation 3a, das Ceftriaxon. Hier sehen wir viele gramnegative Keime, außer ganz wichtig der Pseudomonas, unser Pfützenkeim, fehlt. Dieser wird erfasst durch die Generation 3b oder Generation 4. Bei der Generation 5 ist dann wieder keine Wirkung gegen Pseudomonas vorhanden, zumindest beim Ceftaurolin, die Substanz, die wir hier sehen. Wir werden gleich ein zweites 5-Generations-Cephalosporin uns anschauen, das auch gegen Pseudomonas wirkt. Gleich abgehandelt mit den Cephalosporinen, die Carbapeneme, hier als Beispiel das Meropenem. Beim Meroponem haben wir ein breites Wirkungsspektrum. Ausnahme unsere MRSA und die vancomycin-resistenten Enterokokken. Wir haben auch eine Wirkung gegen die anaeroben Keime. Zum Meroponem, ich hatte es schon erwähnt, in der Fachinformation zu finden, komplizierte Infektionen der Nieren und der ableitenden Harnwege. Die Substanz wird auch eingesetzt bei ESBL-Bildung und bei den 3-MRGN, also den dreifach multiresistenten Gram-Negativen. Wir haben keine Wirkung, ich hatte es gesagt, bei MRSA und den vancomycin-resistenten Enterokokken. Jetzt Substanzen der Cephalosporine, die teilweise off-label eingesetzt werden. Die Fachinformationen beim Ceftobiprol, Cephalosporin der Gruppe 5, Pneumonie. Die Substanz wirkt gegen MRSA und gegen Enterococcus faecalis. Ist gleichzeitig wirksam gegen das Cephalosporin
wie das Cephalosporin der Gruppe 4 bei Pseudomonas. Nochmal zurück zum Mosaik. Wir sehen eine Lücke bei den Enterokokken. Die Substanz, die wir gerade besprochen haben, ist die einzigste, die gegen Enterococcus faecalis wirkt, aus dem Bereich der Cephalosporine. Die zweite Substanz der Gruppe 5, das Ceftarolin, haben wir eben auf der Abbildung gesehen. Also wie gesagt, auch Gruppe 5 in der Fachinformation Infektionen, Haut und Weichgewebe, Pneumonie. Bald wirksam geben MRSA. Das ist das Besondere bei der Gruppe 5. Wir haben eine Wirkung gegen MRSA. Unterschied bei den beiden Stoffen nochmal die Wirkung bei Pseudomonas. Das Ceftarolin entspricht dem Cephalosporin 3a, wirkt nicht gegen Pseudomonas. Das Ceftobiprol entspricht von der Wirkung her Pseudomonas der Gruppe 4. Wir haben relativ hohe Konzentrationen im Urin, die liegen bei beiden Cephalosporinen über 80%. Nun zu anderen Gruppen, die Gyrasehemmer, die Fluorchinolone. Hier ist es jetzt umgekehrt. Die Fluorchinolone starten von den Generationen her gesehen im Gram-Negativen. Folge: unser Ciprofloxacin, Generation oder Gruppe 2, wirkt beispielsweise nicht gegen Streptokokken, hat eine Streptokokkenlücke, wirkt aber gegen Pseudomonas. Anders das Moxifloxacin. Wirkt nicht gegen Pseudomonas, hat aber keine Streptokokkenlücke mehr. So in der Mitte etwa das Levofloxacin, die Gruppe 3. Wir sehen hier ein sehr breites Wirkungsspektrum und was auffällig ist, eine Wirkung gegen die atypischen Chlamydien, Mykoplasmen beispielsweise. Das heißt, die Substanzen sind ideal für Harnwegsinfektionen, sollten jedoch wegen der Nebenwirkungen und wegen der möglichen Resistenzbildung bei häufigem Einsatz als Reservemittel eingesetzt werden. Also typische Indikationen, beispielsweise dann die Pyelonephritis oder die Prostatitis beim Mann. Schauen wir uns gerade die Makrolide an, das Azithromycin als Beispiel. Gram-positiv einigermaßen abgedeckt. Wo wir Probleme haben, ist im Gram-negativen. Und was wieder auffällt, Wirkung im Bereich der Atypika. Das heißt, das sind die drei Wirkstoffgruppen, die bei atypischen Keimen eingesetzt werden. Das sind die Gyrasehemmer, das sind die Makrolide und das ist das Doxycyclin aus dem Bereich der Tetracycline. Auffällig auch, in dem Fall die Wirkung beim Azithromycin gegen die Gonokokken. Damit gerade noch zum Doxycyclin. Doxycyclin, Anwendung insbesondere auch hier die atypischen Substanzen. Das heißt, wir sind im Bereich der Urethritis. Das hatten wir besprochen. Hier wird in der Regel kalkuliert mit Doxycyclin angefangen. Und dann wird nach Resistenzbestimmung bzw. Antibiogramm gezielt weiter behandelt. Entweder mit den Gyrasehemmern oder mit Doxycyclin oder dem Azithromycin. Das war der Teil 2 der Harnwegsinfektionen mit am Ende noch einmal einen Überblick über die einzelnen Arzneistoffgruppen bzw. Arzneistoffe. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit.